Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Astroneer. Wir sind immer noch Lost on Planet und ich habe keine Ahnung, wo es hier jetzt um meiner Basis geht. Und ach, ich glaube, wir müssen uns das Leben nehmen. Wir müssen aus dem Leben scheiden und das wird die einzige Möglichkeit sein, dass wir unsere Basis wiederfinden. Weil ich glaube nicht, dass wir, wenn wir jetzt hier noch ewig rumfahren, dass A, euch Spaß macht beim Zugucken und B, mir Spaß macht. Denn, naja. Guck mal, hier ist ein Haufen Krempel. Ich meine, ist in dem Fall auch langweilig, würde ich mal behaupten. Ne? Schade um unseren ganzen Loot und Stuff, den wir hier eingesammelt haben. Aber was soll's? Wir finden es einfach nicht wieder. Ups. Ich würde dann auch sagen, wenn wir bis zum Sonnenuntergang unsere Basis nicht gefunden haben, werden wir uns dann das Leben nehmen und spawnen dann wieder in unserer Basis, ne? Was ist mit dem Planeten? Guck mal, sieht so komisch aus. Als würde der geteilt sein. Ganz merkwürdig. Das kommt mir bekannt vor hier irgendwie. Kann mich jetzt aber auch nur wieder täuschen. Und das Problem ist, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich eventuell an der Basis irgendwie mal vorbeifahre und wir uns dann halt quasi dann sterben lassen, obwohl wir so nah dran gewesen sind. Es wäre so ärgerlich. Die Ressourcen, die wir einmal eingesammelt haben und alles. Ich meine, dann müssen wir auch das... warte mal, hier ist Lila. Waren wir schon mal bei Lila? Das kommt mir bekannt vor, das Lila. Welche Idee... Na okay. Die Idee kommt jetzt vielleicht recht spät, mal auf einen Berg zu fahren, um zu gucken, wo wir sind. Was ist denn das da oben? Guck mal. Da ist noch sowas. Kann man das mitnehmen? Hm. So ein schwarzes Ding hier. Das hat man, glaube ich, auch noch nicht. Von daher, ja, jetzt fange ich auch noch an, hier so ein Mist einzusammeln. Obwohl wir eigentlich fast schon gesagt haben, dass wir uns dann, umbringen. Wasser gibt's ja hier auch nicht, ne? Dass man sich irgendwie, komisch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass wir beim, ersten Mal rumfahren, dass wir auch diese... Guck mal hier, was ist das? Ist das ein Stein obendrauf? Das kann man... Ach, ist das Kacke. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir können ja hier mal gucken, dass wir vielleicht auf den Hügel kommen. Kommen wir da hoch? So, Antigravitationsantrieb hier oder was? ...404, Physik not found.
Okay, alles klar, das steigt da aus, da steigt er aus. Das gefällt mir nicht. Naja, dann fahren wir hier wieder drum rum. Gucken. Oh, was ist das? Also die Pflanzen sehen auch natürlich cool aus. Dadurch, dass es alles irgendwie teilweise gleich aussieht, ja, hat man das Gefühl, dass man dann schon mal hier gewesen ist und dann denkt man sich, ah naja, dann sind wir ja bestimmt in der Nähe der Basis. Wir hätten es irgendwie, ich weiß nicht, man hätte sich vielleicht irgendwie Markierungspunkte machen müssen mit dem Modifier-Tool, also mit dem Tool, mit dem man sich hier quasi die Landschaft ein bisschen gestaltet. So eine Art Türmchen. Ja, so eine Türmchen, die man aufstellt und woran man dann sehen kann, ja, da bin ich ja schon mal lang gefahren. Und so wie es aussieht, sind wir hier nämlich noch nicht lang gekommen. Jetzt klopfen die Nachbarn rum. Keine Angst, nicht wegen mir. Nicht laut. Die auch so nervige Nachbarn. Die ewig Krach machen. So, oh, jetzt mal raus. Rausgefallen. Die halt so, weiß auch nicht, keine Rücksicht auf andere nehmen. Bei mir im Haus wohnen halt, so Leute, die sie immer denken, dass sie halt extrem laute Musik machen müssen und halt dann auch noch den Bass dazu einschalten müssen, dass bei uns hier oben die Wände wackeln. Ja? Ich meine, das ist so dolle, dass das stört einen. Ich meine, ich habe nichts gegen laute Musik, um Gottes Willen. Ich mache auch gerne mal ein bisschen lauter. Aber ich versuche es dann immer so im Rahmen zu halten, dass ich halt niemanden halt störe. So stark, ja. Und was die manchmal abziehen, ist es unglaublich. Wo schon einige Male wurde von den Nachbarn die Polizei gerufen. Ich habe bis jetzt noch nicht die Polizei rufen müssen. Die haben immer schon die anderen gerufen. Ich bin halt bis immer unten und ich klingel dann und beschwer mich. Das ist eigentlich ein Fehler gewesen, denn die haben uns dann irgendwann mal, wir haben, muss ich dazu sagen, wir haben so einen Waschkeller. Da stehen Waschmaschinen von den Mietern. Jetzt nicht mehr. Zumindest nicht mehr so viele. Oh. Ah, hier kommen wir nicht lang. Und musste man halt immer runtergehen und seine Wäsche dort waschen. Und dann eine Woche später, nachdem der Vorfall war, dass sie halt so das laut gemacht haben, da wurden, haben dann die anderen Nachbarn auch wieder die Polizei schon gerufen und ich war unten, hab geklingelt, hab mich halt beschwert, dass es so laut ist und war natürlich uneinsichtig. Es ist noch nicht um 10, ja, ist schön, ist klar, es ist noch nicht um 10, aber mitten am so 18 Uhr am Sonntag, wenn wir halt seine Ruhe haben, da muss man nicht so laute Musik machen. Haben sie nicht verstanden. Und haben dann irgendwann doch leiser gemacht. Polizei war dennoch da, weil wurde ja schon einmal gerufen. Und eine Woche später, ja, hatten wir, also ich wollte waschen, unten im Keller. Ich mache die Waschmaschine auf und es kommt mir eine extreme Urinfahne entgegen. So richtig ekelhaft alter Urin, so wie man das kennt, wenn man durch einen U-Bahn-Tunnel läuft, ja, wo sich dann so die Leute erleichtern, wenn sie ein paar Bier zu viel hatten. Oder wenn sie kein Klo finden. Und ich dachte mir, das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Haben sie mir tatsächlich in die Waschmaschine gepisst, ja. Wenn ich das jetzt hier mal so ausdrücken darf. Es war so widerlich.
Das ist unglaublich. Also, das ist... Wie kann man nur auf so eine Idee kommen, bei Leuten in die Waschmaschine zu pissen? Ja. Nee. Da fehlen mir die Worte. Naja, Anzeige gemacht und so weiter und ach, naja. Versicherung gefragt, ob man da was machen kann und so. Nee, kann man nicht. Neue Waschmaschine wollten wir jetzt aber auch nicht kaufen. Haben wir die da, keine Ahnung, dreimal mit Essig ausgewaschen, dreimal dann nochmal bei 99 Grad. Und dann war halt alles weg. Nichts mehr gerochen. Aber es ist trotzdem widerlich. Wir haben die Waschmaschine dann hochgeräumt. Wir haben eigentlich keinen Waschmaschinenanschluss. Jetzt haben wir so ein bisschen improvisiert. Der Schlauch, wo das Wasser rauskommt, hängt im Klo. Oder beziehungsweise müssen uns ins Klo hängen. Also, weiß nicht, das ist kein toller Standard, sage ich jetzt mal. Guck mal, jetzt geht die Sonne unter. Beziehungsweise der Planet geht unter. Und wir fahren mal in diese Richtung. Aber was gehen für einen für Gedanken durch den Kopf, wenn man so auf so eine Idee kommt? Also, ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen, ich weiß nicht. Also, habt ihr auch so einen Nachbarn, die sich so extrem verhalten? Ich meine, bei uns wurde auch schon ein Keller eingebrochen und so weiter. Der Standard halt, ne? Wenn man halt in einer etwas größeren Stadt dann lebt, muss man damit rechnen, dass irgendwann auf jeden Fall eingebrochen wird, im Keller. Wovor ich eigentlich dann Schiss habe, ist, dass man halt eine Wohnung einbricht. Und das wäre ein Grauen, Dass halt einer, irgendein Fremder in deiner Wohnung rumschnarcht und halt deine Privatsachen durchwühlt und Zeugs mitgehen lässt. Ist nicht so toll, ne? Tja, Jungs und Mädels. Das wird wohl hier nichts mehr mit Basis finden. Das heißt, ich werde, wenn der Akku jetzt hier alle ist, und zwar in ein wenigen Sekunden, werde ich aus dem Fahrzeug steigen und laufen, mich von meinem Fahrzeug abkapseln und meine Energie verbrennen. Mein Sauerstoff verbrennen. Nee, nicht Sauerstoff verbrennen, meinen Sauerstoff wegatmen. Und dann entschwinde ich langsam dem Tod. Beziehungsweise ich entschwinde dem Leben. Oder das Leben entschwindet aus meinem Körper. Und dann sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. An der Basis. Guck mal, das blinkt sogar noch. So, mein Sauerstoff geht zu Ende. Ich kann ja mal versuchen, auf den Berg zu gehen und vielleicht sehe ich ja von hier oben dann meine Basis. ...50% Sauerstoff verbleibend. Guck mal, es hat sogar schneebedeckte Gipfel. Und wenn ich jetzt hier sterbe... Guck mal. Boah, ich wollte schon sagen, das ist unsere Basis, aber das ist unser Fahrzeug. Weil das wäre jetzt echt mies. Ist doch unser Fahrzeug, oder? Ja. Ja, das ist unser Fahrzeug, die drei Punkte. AM erstickt.